Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Heute gibt es mal wieder einen Shoutcast und zwar zwischen Crave und Blade. Blade hier als Human unterwegs, Crave spielt wieder einmal Undead. Bereit zur Arbeit, Arbeit ist vollbracht. So, bei Crave gibt es wieder einmal den Gruftlord. Gruftlord. Und er spielt ihn natürlich zusammen mit Ghoulen. Beim Human haben wir den Mountain King First. Oh, kleine Überraschung mal. Mountain King First. Arbeit ist vollbracht. Zusammen mit Foodies. Dann wollen wir mal sehen, wie der Mountain King gegen den Gruftlord ankommt. Bereit zur Arbeit. So, der erste Footman wird runtergeschickt zum Scouten. Will natürlich, ja, den Undead ein bisschen ärgern mit diesem Foodie. Und auch gucken, dass er die Expansion nicht zu schnell und zu einfach hochzieht. Bereit zur Arbeit. Hier sehen wir den Scout Akolyten. Der will halt auch einfach ein bisschen ärgern, vielleicht ein bisschen was stehlen. Arbeit ist vollbracht. Das Lichtschild gecastet, aber sofort den Creepspot gekillt. Somit hat das nicht allzu viel Schaden angerichtet. Hier haben wir den Trollschattenpriester. Und Level 2 für den Mountain King. Große Invol-Pot und die Handschuhe der Ogre-Stärke. Also richtig gute Items für den Mountain King schon mal. Und Crave ist hier an der Expansion. Will also wirklich wieder die Fast-Exe spielen. Footy haut auf das Ziggurat ein. Level 2 für den Gruftlord. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Beschwört nochmal ein paar Käfer. Der Scout-Akolyt jetzt auch draufgegangen. Und Blade will jetzt auch unbedingt die Echse freimachen. Ja, natürlich. Beste Möglichkeit gegen eine Expansion ist natürlich eine Counter-Echse. Und da er gesehen hat, dass sich der Undead die Expansion holt, macht er das ebenfalls. Gruftlord jetzt hier am Goblin-Labor. Mountain King oben zum Shop gelaufen. Hier unten wird die Echse mittlerweile hochgezogen. Unsere Streitkräfte, da liegt noch ein Foliant. Oh! Staff of Teleportation geholt und hier auf den Footy geportet. Holt sich hier ein Ghoul. Dann noch ein Käfer. Na, der Footy muss ein bisschen aufpassen. Gut, der geht jetzt mal drauf. Da kommt auch der Rest der Human-Armee. Nochmal ein paar Skelette beschworen. Donnerknall eingesetzt und die beiden Skelette werden auch drauf gehen. Und den Creepspot kann der Human beenden. Hier oben sehen wir allerdings auch den Harris vom Undead wieder. Einfach ein paar Ghule runtergeschickt, lol. Und geklaut. Die Erfahrung und das Item gehen an den Gruftlord. Bereit zur Arbeit. Oh, richtig geile Items für den Undead Hero. Der wird immer schwerer tot zu kriegen. Schon richtig tanky jetzt. Gürtel der Gigantenkraft. Bereit zur Arbeit. Jetzt gefunden. Und das richtig gut gemacht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da wollte ein Arbeiter zur Echse laufen, wurde abgefangen. Bereit zur Arbeit. Ghule warten ab. Ja, die Echse, die muss jetzt schnell stehen. Unsere damit Stadt hier mehr Gold reinkommt. Im Moment ziemlich in Bedrängnis, auch noch kein Tower hier. Da gibt's Dispel auf die Käfer. Das Gemetzel kann beginnen. Ausbau abgeschlossen. Einsatz bereit. Arbeit ist vollbracht. Nochmal mehr Militia hinzugezogen. Unsere Streitkräfte noch kein Tag. Angegriffen. Ja, bei Crave sehen wir schon den Tag.
Bereit zur Arbeit. Werden die Käfer wieder ausgegraben? Ja, die versuchen. Oh, der Fudi. Der muss stiften gehen. Gegen zwei Käfer keine Chance. Selbst gegen einen bin ich mir nicht sicher, wer gewinnen würde. Und Crave creept mittlerweile das Söldnerlager. Unsere Stadt wird belagert. Käfer kloppt ein bisschen auf den Hof ein. Und schon Level 4. Skull of the Beast. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und nochmal Stulpen der Ogerstärke. Bereit zur Arbeit. Auch Level 4 für den Mountain King. Also da nehmen sich die beiden nicht viel. Ziemlich fix unterwegs. Aber immer noch kein Tag beim Human. Das könnte bald ein Problem werden. Hier sehen wir Foliant der Beweglichkeit. Aber da kommt der Mountain King. Arbeit ist vollbracht. Zeppelin. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Ah, hier baut er das arkane Gewölbe. Jetzt ist ein Tag. Hier auch noch ein Tower. Sägewerk-Cutter. Ein Tower hier muss er auch unbedingt ausbauen. So, macht er jetzt. Baut er noch einen weiteren. Und da baut er die Schmiede. Die halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll. Damit er dann gleich mal ein paar Rifler bauen kann. Oh, wollte ein bisschen Harrison gehen. Nur mit den Käfern. Wo ist der Held? Hier. Aber das sind doch schon zu viele Tower. Und der Mountain King war ja schließlich auch bei der Expansion. Ah, jetzt soll der Harris hier weitergehen. Ah, da ist der Goblin-Schredder. Der macht natürlich richtig Schaden. Da kommt auch der Mountain King mit dem Staff of Teleportation. Wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen. Das hatte der Goblin Shredder auch so geschafft. Wurde ja repaired von den Arbeitern hier, die jetzt aber nicht aufpassen. Da geht nochmal einer drauf. Ja, Schmiede ist gleich durch. Unsere Streitkräfte werden nochmal Stulpen der Ogerstärke. Zerstört da. Hätte ich nicht gemacht. Da hätte ich lieber das den Dust weggelegt und den zerstört. Braucht er doch eigentlich gar nicht. Als Undead gegen Human. Ich wüsste jedenfalls nicht wofür. Arbeit ist vollbracht. Geht hier oben weiter. Unten währenddessen der Death Knight. Mit Ghoulen und Gargoyles. Also wir sehen, jawohl, drei Crypts, Gargoyles. Also richtig mass Gargoyles. Ja, und bei der Taktik, da müsste er jetzt einfach so spielen, dass der Human das halt nicht scoutet, also nicht rauskriegt. Und dann sieht das ganz, ganz böse aus. Er hat nämlich im Moment so gut wie keinen Anti-Air dabei. Ausbau abgeschlossen. Close of Attack auch einfach mal zerstört. Also die Jungs hier haben es nicht mit Items einsammeln. Kloppen lieber alles kaputt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Forschung abgeschlossen. Kriegt halt trotzdem weiter, damit er Level 5 bekommt, was er jetzt auch bekommen hat. Ja, und liebe Zuschauer, ich habe es gar nicht gesehen. Irgendwie hat er es schon gescoutet, dass es wohl Mass Gargoyles gibt. Baut auf jeden Fall dreimal Griffenhorst. Also wird er wahrscheinlich Mass Drachenfalkenreiter bauen. Shit-Situation. Ja. Bisschen eingebaut. Also, scheiß Port. Hatte mein Gegner ja letztens auch. So einen grandiosen Port. Aber das passiert halt. Wenn man nicht genau irgendwo hinklickt, sondern einfach auf die Base, dann, ja.
Kann das passieren? Oh, und der Mountain King jetzt böse in Bedrängnis. Und hat halt kaum Anti-Air. Gut, dass er so viele Tower da hinten drin hat. Da kommt der Paladin. Boah, gibt direkt einen Knock-Up. Ich hoffe, der hat noch nichts geskillt. Dann sollte er jetzt nämlich Gottes Schild skillen. Doch, hat den Heal geskillt. Gab es da auf den Death Knight. Death Knight in Volpot und der Paladin fällt. Und auch der Mountain King muss aufpassen. Der hat einen Involpot. Stirbt auch. Hat aber, glaube ich, einen Ankh, oder? Hat er einen Ankh? Hat er einen Ankh? Ja, hat einen Ankh. Hätte trotzdem einen großen Heiltrank vielleicht wenigstens mal schlucken müssen. Hätte er überlebt, hätte sich den Ankh sparen können. Und hätte dann auch nicht die ganze Erfahrung für den Undead gegeben. Oh, wo will er hin? Ach, er will hier oben die Echse abbrechen. Darf sich nicht anhitten lassen von dem Akolyten. Also lieber doch den Bolt. Ja, seht ihr? Zieht sich auch zurück und dann gibt es doch den Bolt. Ja, halt, damit der Klarsichttrank und die Heilung nicht abgebrochen werden. Deswegen meinte ich das. Und ich habe das Gefühl, Crave will's wissen. Geht wieder auf die Echse los. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Gargoyles und Ghule, die halten nicht so viel aus. Und es sind 4 Tower da. Das ist doch schon nicht wenig. Na gut, da hat aber eine Menge Ghule da. Oh, oh. Jetzt kommen von hinten die Drachenfalkenreiter. Gehen voll auf die Gargoyles los. Alle eingenetzt. Ja, und damit hat der Undead jetzt, glaube ich, nicht so gerechnet. Da ist noch der Lich. Boah, da braucht eine Heal-Coil. Der Snide fällt. Oh, Lich fällt auch. Der Snide hat auch einen Ankh dabei. Ja, aber jetzt zu wenig Anti-Air für den Undead. Jetzt kann er so gut wie nichts gegen die Drachenfalkenreiter machen. Also genau umgekehrtes Spiel. Er hätte die Echse nicht so hardcore attackieren dürfen. Hat dabei viel zu viel verloren. Aber auch richtig stark gekontert von Blade. Muss man ja sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Glück war oder ob er es wirklich gesehen hat. Dass da die Gargoyles kommen. Auf jeden Fall richtig gut. Ja, und jetzt wird's für den Undead schwer. Guckt euch das an, wie viele Drachenfalkenreiter. Wenn er dazu jetzt noch ein paar Gyros beschwört. Ja, hier das Einbuddeln der Fiends erforscht. Da sind auch die ersten 2 Fiends. Ja, 2 Fiends sind natürlich viel zu wenig. Ein Käfer aufgedeckt, sehr schön. Oh, und da kommen 3 Griffen. Also jetzt wirklich Mass-Air beim Human. Hier ist noch ein kleiner Creep-Spot, den kann man ruhig mal mitnehmen. Ja, macht er auch. Natürlich mit dem Paladin solo, dass die ganze Erfahrung auf ihn geht. Ring des Schutzes. Uiuiui. So, Mountain King könnte mal so einen kleinen Heal vertragen. Oh, wir da liegen auch noch Claws of Attack. Die hat der Gruftlord vorhin wohl nicht zerstört. Einfach liegen lassen. Das ist natürlich auch schlecht. Oh, aber die Tower hier, die werden jetzt natürlich alle abgerissen. Human auch überhaupt nicht in der Nähe. Also das halte ich immer nicht für gut. Wenn man versucht, eine Echse hochzuziehen, wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist, und man sich selbst weder in der Nähe befindet, noch dass man den Gegner angreift, ist immer sehr risky. Also das war jetzt einiges an verschwendetem Gold. Da haben wir einen Gyrocopter. Der eine natürlich, oh, wie der Donnerknall reinhaut. Alleine um die Fiends aufzudecken, wenn die sich einbuddeln. Dann sieht der Gyro die. So, jetzt mal schön den Mountain King heilen. Dass der bloß nicht nochmal fällt. Mountain King jetzt Level 6 erreicht. Na, wann sehen wir die Ulti? Das ist voll der Hammer.
teleportet daraus, der Mountain King. Geht da lieber auf Nummer sicher. Und wieder der Solo-Creep vom Paladin. Mountain King geht erst nochmal shoppen. Hat natürlich nicht die Aura vom Archmage dabei, somit braucht er immer mal so einen Klarsichttrank. Nimmt ja auch zwei Tower mit. Rolle der Heilung und Verwundbarkeitstrank für den Paladin. Ich erwarte euren Befehl. Ja, und im Moment sehe ich klare Vorteile wirklich für den Human. Ja, deswegen hat er den Gyrokopter dabei. Deckt halt auch die unsichtbaren Käfer auf, also die, die sich eingebuddelt haben. 2 für 5 Drachenfalkenreiter und einige Griffen jetzt dabei. Ein Käfer hat er gekillt, dass er hier gleich zwei neue ausbuddeln kann mit vollem Leben. Die zählen natürlich nicht zum Supply dazu. Da kommt der Käfer. Oh, der eine Käfer will doch wohl hier nicht harassen. Der will, denke ich mal, nur scouten da. Unsere Stadt wird belagert. Ja, und jetzt treibt sich Blade in der Nähe rum. Von seiner nächsten Expansion. Und so ist es halt richtig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So kann er die ganz in Ruhe hochziehen. Weitere Einheiten pumpen. Ja. Crave traut sich im Moment auch gar nicht aus seiner Base raus. Ja, gibt auch keinen Grund, dass er rausgehen sollte. Eine Expansion da unten, die könnte er sich eventuell holen. Aber das wäre die einzige Möglichkeit. Aber Creepspots gibt es nicht mehr. Auf Angriff übergehen kann er auch nicht wirklich. Hier gibt es nochmal ein Upgrade für die Drachenfalkenreiter und die Griffen. Also es wird echt schwer für Crave, also für den Undead. Da gibt es nochmal einige Gargoyles jetzt. Ja, müsste versuchen, die Drachenfalkenreiter runterzuwebben. Und dann mit den Gargoyles die Griffen zu killen. Aber sehr, sehr schwer. Auch ein ziemlicher Supply-Vorteil für den Human jetzt. Hier zieht auch Ghule mit. Ohne Upgrades, also die sind nicht besonders stark, aber er nimmt alles mit und will es versuchen, setzt alles jetzt auf eine Karte. Würde ich wahrscheinlich nicht tun. Ich würde versuchen, unten noch die Expansion hochzuholen. Und ja, dann bisschen abwarten. Vielleicht bis der Human kommt und lieber in der eigenen Base kämpfen. Aber mal sehen, wie der Kampf hier endet. Es sind schließlich 3 Undead Heroes mit im Kampf. Oh, da gibt's den Donnerknall. Und der hat schon wieder so weh getan. Level 4 für den Death Knight. Ein Tower abgerissen. Ja, da muss noch Keule auf die Fiend kommen. Da kommt sie. Nächsten Tower eingerissen. Und los geht's. Gibt's den nächsten Donnerknall. Und hier die Drachenfalkenreiter. Alles eingenetzt hier. Licht jetzt Level 2. Rolle des Schutzes eingesetzt beim Human. Undead hat kein Dispel, also auch eine sehr gute Idee. Und ja, die Undead-Armee schrumpft und schrumpft und schrumpft. Kaum noch was übrig. Jetzt der Fokus auf den Death Knight. Mit Heal, mit Bolt, Feld. Mountain King Stufe 7. Undead schreibt GG und geht raus. Also wirklich schönes Spiel. Schöner Sieg für Blade. Ich glaube, Crave hat den Fehler gemacht, dass er bei der Expansion zu hart reingegangen ist. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein kleiner Cast gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ran.